Ja, Mahlzeit, liebe Zuschauer, und ich grüße Sie heute zum JFD Live Trading ein Stück weit später, hier zur Mittagszeit diesmal. Ansonsten fahren wir hier in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr die Sendung, aber da sind wir ja alle recht flexibel und insofern ist auch jetzt gerade der Zeitpunkt, um den DAX mal unter die Lupe zu nehmen, gekommen, denn nach dem freundlichen Auftakt, nach dem starken Reversal des gestrigen Abends, und wir gehen jetzt direkt mal in den Stundenchart vom Index, passen wir auch mal die Fibos an, aufgrund des just gestern markierten neuen Tief. Haben wir die Situation, gestern wie gesagt Reversal in den USA am späten Abend und das führte dann natürlich hier auch schon am frühen Nachmittag in den USA, Schrägstrich hier später Nachmittag am Abend, zu einer starken Bewegung in den USA. Das Ganze setzte sich dann hier in der 24-Stunden-Indikation weiter fort. Letztlich der DAX im präferierten Szenario hier mit weiteren Rückläufen. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie schräger Natur, deswegen auch wirklich nur schräge Relevanz, also gar keine in dem Moment. Hier gab es zwar einen kleinen Touchdown gestern Vormittag, aber dann fiel der DAX, wie gesagt, grandios durch und setzte seine weitere Schwäche fort. Seither, wie gesagt, ein sehr schöner Aufwärtsimpuls der, und das ist schön zu sehen, und wir wiesen auch gestern schon auf den Widerstand bei 9.705 Punkten hin, der jetzt hier eben exakt bis zu diesem Niveau führte. Und genau an dem Punkt hat der Index jetzt zumindest mal eine Pause eingelegt. Und jetzt ist eben die spannende Frage, wie es hier weitergeht. Rein von der Range hat der Index schon noch ein paar Pünktchen Luft nach oben, zwar nicht mehr viel, weil natürlich schon einiges gelaufen ist an bisheriger Bewegung, aber auf dem aktuellen Niveau sollte man mal genau aufpassen, wie es jetzt hier beim Index weitergeht. Zunächst haben wir schon im Stundenchart-Intervall einen überkauften Bereich sozusagen erreicht und touchiert, das Level von 70 hier beim Oszillator. Kurzfristig klarer Aufwärtstrend. Von daher ist meines Erachtens kurzfristig jetzt über die Mittagszeit hier erstmal mit einer Schwäche zu rechnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX jetzt hier deutlich über 9.705 Punkten rauszieht, eher dann eben hier einen leichten Rücksetzer, der sich unter Umständen auch noch ausdehnen könnte. Das muss man eben sehen, wie der Markt sich jetzt dann hier am Nachmittag verhält. Grundsätzlich auf aktuellem Niveau ein Short nicht uninteressant. Zunächst einmal kurzfristiger Rücksetzer auf jeden Fall gegeben, gegebenenfalls. Machen wir das mal hier blau. Das ist auf jeden Fall die zu präferierende Variante. Dann hier unter Umständen Abprall an dieser Trendlinie und dazu passt auch hier im Chart schön zu sehen das leichte Support-Level. Die Zone definiere ich gleich für Sie. Sehen Sie aber auch schon im Chart hier das Level um 9.635, 9.630. Diese Zone sollte kurzfristig ein Ziel sein. Also nehmen wir 60 Punkte nach unten. Denke ich, wird erreicht und von daher muss man dann mal aufpassen, was dort passiert. Legen wir mal das, den Abwärtspfeil ein Stück weit daneben. Da muss man dann eben mal begutachten, was passiert, ob wirklich der nächste Aufwärtsimpuls kommt. Kommt es nämlich nicht dazu, unterhalb von 9.620, 9.600 speziell, kann es hier im Sinne des bärischen Freitags für den Index, der Freitag ja hier der schwächste Handelstag, durchaus zu einem stärkeren Rücksetzer kommen. Das heißt, die aktuellen Erholungsimpulse, die aktuelle Euphorie, die wir hier zweifelsfrei sehen, könnte sich relativ schnell wieder aufheben und sozusagen umkehren und dann im Einklang dessen, was man eben am Freitag häufig erlebt, die statistische Schwäche dann sozusagen ausschlagen. Schaue ich auch noch mal gleich für Sie auf den oder besser gesagt auf die Parameter. Hier haben wir sie. Freitag 38%. Das ist schwach. Das ist wirklich schwach während der letzten 52 Handelswochen. Und insofern mal gespannt beobachten, was passiert. Der DAX setzt jetzt hier aktuell auch weiter zurück. Wie gesagt, ich denke, es geht in den Bereich 9.630, 35. Bis dahin hat er Luft und da muss ich dann mal entscheiden, was geht. Wenn der Widerstand gebrochen werden würde, per Stundenschlusspreis insbesondere, dann wäre nach der Range ungefähr nur noch Platz bis 9.750, 9.770 Punkten. Das wäre hier auch der Bereich des 61er Fibonacci-Levels. Dann wäre die Range rein technisch erschöpft. Beziehungsweise hier im Xetra DAX, ich schiebe es gerade mal rüber, haben wir sogar noch ein Stück weit mehr Range. Da reicht es sogar bis 9.800 Punkte. Average True Range, da haben wir 151 Pips aktuell zurückgelegt, im Schnitt 221. Hier hingegen bei der JFD-Indikation haben wir schon 207 zurückgelegt und der Schnitt ist 238. Da sehen Sie, da ist nicht mehr viel Spielraum nach oben. Aktuell eben auch am Vortageshoch. Das ist durchaus interessant,
wie es hier jetzt weitergeht, genau die Situation. Aber wir kommen aktuell zurück, also im Prinzip der Bias nimmt direkt Fahrt auf. Sollte heute kein neues Tageshoch mehr kommen, 9733, 735 rund, also oberhalb dieses Levels, dann meine ich, sind die Bären hier im Vorteil. Stop-Level 735 könnte man zum Beispiel wählen, um sozusagen kurzfristigen Impuls und gegebenenfalls die stärkere Korrektur nach unten mitzunehmen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Daher die Aufschalte zur Mittagszeit. Im Tageschart auch selbes Bild. Wir haben hier auch schon gemutmaßt, dass es hier nochmal in Richtung 9700, hier ist es sogar das Level von 30 eher, die man hier als Zone nehmen kann, da man hier das Kerzentief vom 26.08.9723 rund auch als Level ansehen kann. Diese Erholung wird aktuell gerade gefahren. Von daher vom aktuellen Level direkt Risikopotenzial einer Wiederaufnahme der Schwäche. Geht es darüber hinaus, ja, dann haben wir hier den auf Tagesbasis den gestrichelten Pfeil, der dann sogar nochmal Zugewinne nicht heute, sondern mit Blick auf die kommende Woche in Richtung 10.000 Punkte zulassen könnte. Ja, darf man nicht vergessen, wenn der hier rausgeht über 9.705 speziell im Stundenchart, 9.730 hier im Tageschart, dann kann da auch nächste Woche noch ein Stück weit mehr nach oben gehen. Aber aktuell, wie gesagt, sehr, sehr interessante Situation im kurzfristigen Bereich aufgrund des Touchs des Widerstands. Wir werden es beobachten. Gegebenenfalls schalten wir uns am Nachmittag natürlich nochmal auf. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, fürs Jetzige. Wünsche Ihnen eine angenehme Mahlzeit, falls noch nicht zu sich genommen. Und wie gesagt, wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.